Hallo Leute, willkommen zurück zu Bob's Factorio City. Und wir haben den Klippensprengstoffforschung abgeschlossen. Was bedeutet, wir sollten wahrscheinlich was anderes auch noch forschen. Und wie wir letztes Mal gesehen haben, unsere kleinen Strommasten sind vielleicht nicht immer ideal. Drum forschen wir mal hier die größeren Schmiermittel, Landaufschüttung, und dann füllen wir das einfach mal noch auf mit was da sonst noch ist. Und wie ihr sehen könnt, hier habe ich mal ein paar Motoren, nicht unbedingt automatisiert, aber so, dass wir ein paar haben, wenn wir welche brauchen. Und letztes Mal haben wir festgestellt, uns ist hier eine Klippe im Weg, deshalb haben wir Klippensprengstoff geforscht. Und für Klippensprengstoff bzw. für Sprengstoff brauchen wir Schwefel. Und wenn wir schauen, gibt es verschiedene Varianten, wie wir an Schwefel herkommen. Wir können das als Schwefeldioxid und Wasserstoff herstellen. Allerdings Schwefeldioxid, das bekommt ihr recht einfach aus dem Bleierz und Sauerstoff. Aber wir haben als Nebenprodukt Bleioxid, das wir dann mit Carbon zu Blei transformieren müssten. Und dafür müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir genügend Bleiplatten verbrauchen. Sonst wäre das Ganze, kommt das Ganze ins Stocken. Das vielleicht nicht die ideale Umformvariante. Wir können das Ganze auch mit Hydrogensulfat machen. Aber da brauchen wir auch wieder Schwefel dazu, sprich, das ist nicht unbedingt das, was wir wollen. Wir können Schwefel aus Sulfur machen. Sulfur, das ist wahrscheinlich ein Nebenprodukt. Oder das können wir abbauen, aber ich habe noch kein Feld entdeckt. Und dann natürlich können wir das Ganze aus der Ölverarbeitung gewinnen. Entweder mit dieser Methode oder via Flüssiggas. Aber beide benötigen Rohöl. Denn Flüssiggas bekommen wir nur, indem wir Rohöl weiterverarbeiten. Und wenn wir uns mal anschauen, hier unten haben wir ein Rohölfeld, ziemlich ertragreich. Aber wir haben auch ein paar Alien-Nester da rumliegen, auch auf dieser Seite. Drum denke ich, wenn wir hier an das Öl rankommen wollen und dann vielleicht hier unten eine Ölverarbeitung aufziehen und dann einfach den Schwefel nach hochziehen, dann sollten wir zumindest diese Nester hier unten erstmal aus dem Weg räumen. Und
Wir haben zumindest 10 Geschütztürme. Wir haben auch einiges an Munition. Und ich denke, damit sollte es möglich sein, den Nestlern da unten Herr zu werden. Wie gedacht, waren die Nester nicht wirklich ein Problem, sodass wir nun dazu übergehen können, das Ölfeld anzuschließen. So, und da unten haben wir noch ein paar. So. Das sind die. Und dann hier unten. Machen wir das noch ein bisschen mit Untergrundbändern. So. Die sind angeschlossen, dann brauchen wir wahrscheinlich irgendwo eine Pumpe und Ströme. Und wenn ich mir die Karte anschaue, hier haben wir ein paar Erzfelder, aber hier auf dieser Seite haben wir doch etwas Platz. Drum denke ich, werden wir die Ölverarbeitung hier machen. Und hier etwas Platz reservieren, damit wir einen Ölbahnhof noch hinzufügen können, wenn wir mehr Öl brauchen, als dieses Feld hergibt. Und ich habe das mal ausgerechnet. Hier, wir brauchen in etwa doppelt so viele Ölraffinerien wie Chemiefabriken für den Kunststoff. Drum haben wir hier dieses Verhältnis und Wasser können wir von da drüben her bekommen. Und die müssen immer eins auseinander liegen, so dass wir dann den Ausgang sauber platzieren können. Hier noch einer und die restlichen drei auf die andere Seite. Und wir haben noch nicht die finale Ölverarbeitung, die wir wollen, aber was wir hier mal machen ist diese hier, denn diese gibt uns gleich auch Schwefel als Output und als Input brauchen wir lediglich das Rohöl ohne Wasser. Wir machen es dann später mit Wasser, sobald wir die nötige Technologie erforscht haben. Und hier oben funktioniert das dann so. Wahrscheinlich habe ich zu wenig normale Kupferrohre.
Und das Ganze müssen wir dann auch in Tanks verbinden. Und wir können hier den zu einem langen Greifarm machen und dann bekommen wir hier Schwefel raus. Gut, ich baue das mal noch fertig auf. Besorge mir die fehlenden Rohre und Tanks. Und inzwischen sind wir auch mit weiterer Forschung durch, so dass wir hier große Strommasten bauen können. Und das ist dann sicherlich nützlich, wenn wir den Strom hier nach unten durchreichen wollen. Hier unten ist nun alles bereit, zumindest soweit wir das vorbereiten können. Die Pumpen sind angeschlossen, Pumpen in Rohöltanks. Und wenn wir hier jetzt auch noch eine Pumpe hinmachen, und vielleicht auch etwas Strom dazu, dann sollten auch die Raffinerien hier oben anspringen. Und wir haben hier Schweröl, das wir dann auch zu Schmiermittel verarbeiten, Leichtöl und das Flüssiggas. Allerdings mit all den Dingen können wir noch nichts anfangen, denn dazu benötigen wir erst die Kunststoffverarbeitung, mit der wir dann die Kunststoffstangen herstellen. Dafür brauchen wir aber auch noch Chlorin und das bekommen wir aus Salz und reinem Wasser oder aus Brine. Das ist eine Salzwasserlösung. Aber wir haben hier Schwefel und mit Schwefel lässt sich zusammen mit Wasser und Kohle dann Sprengstoff herstellen und damit und einer Granate und einem leeren Fass Klippensprengstoff. Und das ist es ja, auf was wir es angelegt haben. Das Band geht hier nach oben und für den Sprengstoff, das machen wir in einer Chemiefabrik. Dann packen wir die hier hin, unterbrechen da und dann brauchen wir hier etwas Wasser. Das bekommen wir sicher aus dieser Richtung. Machen wir das einfach mal so. Hier ums Eck da. Da brauchen wir auch noch ein Eck. Und dann brauchen wir da auch etwas Kohle. Voilà. Strom. Dann machen
machen wir hier den Klippensprengstoff. Da müssen wir ein paar Granaten reintun und ein paar Stahlfässer. Was brauche ich für Granaten? Eisen fehlt mir. Und da produzieren wir schon Sprengstoff. Und bald sollten wir dann auch Klippensprengstoff bekommen. Und wir können das so auf der Seite laufen lassen, denn im Allgemeinen brauchen wir ja nicht allzu viel. Aber das, was wir hier nötig haben, das sollten wir bekommen. Die Granaten und dann auch noch die Fässer. Und wenn wir hier schauen, dann kommen einiges an Schwefel raus. Und vielleicht können wir da unten auch noch Radare aufstellen, so dass wir auch sehen können, was denn so abgeht. Und ich denke, der Schwefel, den wir hier produzieren, bis unsere Tanks vollgelaufen sind, sollte ausreichen. Gut, dann warten wir, bis wir den ersten Klippensprengstoff haben, damit wir ein paar Klippen beseitigen können. In der Zwischenzeit haben wir einige Stacks an Klippensprengstoff akkumuliert und weil ich es leid war, die Granaten und die Fässer von Hand zu craften, habe ich hier drüben irgendwo da auch ein Setup, wo ich das Ganze manuell mache, maschinell meine ich, und mit dem Klippensprengstoff können wir nun endlich auch diese Klippen beseitigen und das letzte Förderband hier bis vorne hin durchziehen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir forschen gerade an Kunststoffen. Und das Ziel ist, dass wir die Produkte, die wir hier so rausbekommen, auch verarbeiten können. Jedoch dafür werden wir noch einige weitere Forschungen benötigen, wie Transistoren und hier unten müsst, die blauen Fläschchen, so dass wir die erweiterte Ölverarbeitung forschen können, die wir benötigen, um das Ganze etwas besser kontrollieren zu können. Aber all das wird in der nächsten Folge passieren, also bis dann und tschüss!